Ja, hi und hallo bei Porteinander. Grüßt euch, Schrömi hier. Nicht Düsseldorf hat die längste Theke der Welt, nix da. Das ist Dorsten. Und zwar bin ich hier zufällig einfach mal vorbeigefahren am Kreativquartier Fürst Leopold. Ich gucke mir das Ganze einfach mal an und bin gespannt, was das hier ist. Kommt mit! Also hier ist schon mal die Lohnhalle. Das sieht schon mal gut aus. Ja, und das scheint hier auf jeden Fall viel Gastronomie zu sein. Auf jeden Fall. Jetzt leider natürlich überhaupt nicht besucht, aber ich gucke mir das Gelände mal an. Okay, ja, also ein bisschen geschichtlich soll das Ganze hier ja auch zustande gehen. Also, Zeche Fürst Leopold, Schacht 2. Okay, Industriedenkmal, gut, ein Standort der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur. Sehr schön. Also, die Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur wurde 1995 vom Land Nordrhein-Westfalen und der RAK Aktiengesellschaft gegründet. Sie übernimmt hochrangige Industriedenkmale in ihr Eigentum und bewahrt sie dadurch vor dem Abriss. Okay, auch gut. Die Aufgabe der Stiftung besteht darin, Industriedenkmale zu erhalten, sie sinnvoll zu nutzen, wissenschaftlich zu erforschen und öffentlich zugänglich zu machen. Derzeit befinden sich 14 Standorte in Nordrhein-Westfalen ihrer Obhut. Geschichte und Entwicklung des Standortes? Tja, 1910 wurden die Abtäufarbeiten für den ersten Schacht der Zeche Fürst Leopold aufgenommen. Anfang des Jahres 1913 begann die regelmäßige Kohleförderung. 1931 erfolgte der Verbund mit dem ersten Dorstener Steinkohlebergwerk Zeche Baldur zum Verbundwerkwerk Zeche Fürst Leopold Baldur. 1982 wurde dieses Verbund um die mittlerweile dritte Zeche im Dorstener Stadtgebiet, die Zeche Wulfen, zum Verbundwerkwerk Fürst Leopold Wulfen erweitert. 1998 erfolgte die Eingliederung in das neue Bergwerk Lippe. 3 Jahre später, am 17. August 2001, wurde die letzte Kohle auf Fürst Leopold gefördert. 1 der 52 Gebäude und Anlagen zur Zeche Fürst Leopold. Zu den heute noch erhaltenen übertägigen Anlagen gehört das Fördergerüst, haben wir ja gesehen, über Schacht 2 und das dazugehörige Doppelfördermaschinengebäude. Das östliche Gebäude wurde 1912 errichtet und beherbergt eine Zwilling-Tandem-Dampfördermaschine aus demselben Jahr. Das wesentliche Maschinenhaus entstand 1914 und umhaust eine Zwillings-Tandem-Dampfördermaschine, wieder so ein Wort, aus dem Jahr 1915. Beide Maschinen stammen aus der Produktion des Friedrich Wilhelmshütte in Mühlheim und der Ruhrdenk. Die historische Ausstattung der Gebäude ist bewahrt. Die Fördermaschinen mit den Torfanzeigern, die Maschinenführerstände und die anbetriebenen Anbahn. An den Wänden und auf dem Boden sind historische Fliesen erhalten. Das Fördermaschinenhaus befindet sich seit 2011 bzw. Förderbewusstsein 2015 im Eigentum der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur. Das Doppelfördermaschinenhaus wird vom Verein für Bergbau, Industrie und Sozialgeschichte e.V. genutzt. Der Verein betreibt hier einen Ort für Bergbau und Industriegeschichte der Stadt Dorsten und einen außerschulischen Lernort. Das finde ich ja immer wieder sehr, sehr wertvoll. Ne? Also man läuft hier also oder fährt hier einfach mal seines Weges und nimmt so einen Ort vielleicht gar nicht richtig wahr oder wird hier mal so landläufig, beiläufig eingespült und ja, dann findest du hier so eine Hinweistafel und dann kannst du mal so ein kleines bisschen in Erfahrung bringen, was das damit auf sich hat. Ne? Und so erfährt man eigentlich nebenbei immer noch ein paar interessante Details. Also, so spontanes Wissen. Ja, außerschulischer Lernort. So, also Wissen on the fly. Seit 2015 ist das Fördermaschinenhaus ein Trauort. Ah ja, der Stadt Dorsten. Okay, sehr, sehr cool. Weitere Informationen unter Industriedenkmalpflege, nein, Industriedenkmalstiftung.de und Bergbau-Dorsten.de. Okay, herzlichen Dank und schöne Grüße. Ja, ein ganz kurzer, spontaner Streifzug hier übers Gelände. Kreativquartier Fürst Leopold in Dortmund. Oh, da gibt einer Gas. Herrlich. Ja, was habe ich hier? Oder warum solltet ihr herkommen? Also, ich habe auf jeden Fall schon mal ganz alte romantische
Zechengebäude hier gesehen. Das zieht mich persönlich ja immer super an. Die Architektur, ja, ich bin gespannt, was mit Fürst Leopold hier so los war und was hier genauso Sache war. Da muss ich nochmal näher forschen. Da hinten steht noch ein Förderturm, das ist geil. Ansonsten Café, Bar, Eisdiele, Restaurant, Cocktailbar, alles, was man eigentlich gerne haben möchte. Also, ja, und das vor ganz hervorragender Ruhrpott-Kulisse. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Sonne scheint und hier die Außengastronomie ja richtig Einzug erhält, dann ist es hier richtig ein geiler Ort. Also, ich sag mal so, das könnte sich lohnen. Ich kann nur sagen, komme ich wieder. Und zwar bei schönem Wetter. Macht ihr das auch? Bis dahin. Euer Schrömi von Pottananda. Macht's gut. Ciao, ciao.